In den frühen Morgenstunden des 19. Mai ereignete sich auf der A72 ein Unfall mit einem Sattelzug Mercedes. Der 42-jährige polnische Fahrer war mit einer Ladung Shampoo gegen 6.10 Uhr in Richtung Hof unterwegs. Etwa 700 Meter vor der Anschlussstelle Reichenbach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der LKW durchfuhr den Straßengraben, kippte um und blieb mit der Fahrerseite auf der Schutzplanke liegen. Der Fahrer zog sich an der zertrümmerten Frontscheibe mehrere Schnittwunden zu. Aus einem der Fahrzeugtanks liefen etwa 300 Liter Diesel aus. Zum Abbinden kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hertensdorf zum Einsatz. Vor der Bergung des Sattelzuges musste dieser entladen werden. Die notwendigen Maßnahmen dauerten bis in die Nachmittagsstunden. Aufgrund des Unfalls bildete sich zeitweise ein Rückstau von bis zu 2 Kilometern.